Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Automods 8. Ich bin Herr Keckli, schön, dass du wieder dabei bist. Falls du neu dabei sein solltest, freut es mich, dass du hier bist. Hoffentlich gefällt dir diese Folge und dementsprechend das Let's Play. Du hast einiges nachzuholen. Was wir in der letzten Folge gemacht haben, das wirst du in der letzten Folge sehen. Nee, wir haben ein bisschen aufgeräumt. Wir haben hier, siehst du ja, Waffzeug, Krimskrams, dann haben wir noch Erze, Glaolle, Pepperwoods und der Stein der Reisen. Wir haben den Architekts-Cutter schon mal mitgenommen, weil wir jetzt anfangen, die Glasstadt zu bauen. Oder beziehungsweise den Anfang. Ich habe so ein bisschen was im Kopf. Ja, was? Nee, hier möchte ich nicht rein. Wie das so langsam angeht. Ich glaube, wir brauchen alles an Wolle, ne? An Wolle, an Glas. Warte mal, ich guck mal kurz. Glaolle, hat er? Wir nehmen alles an Glas mit. Ich hoffe, das passt. Obwohl, warte mal, ich bin doof. Ich nehme dich einfach mit. Komm. So. Ne? Dann machen wir das erstmal so. Den haben wir ja auch jetzt hier drin. Und da haben wir dann noch die Glas drin. Das restliche Glas drin. Ich würde jetzt erstmal anfangen so mit so ein bisschen Stairway to Heaven Style. Aber wir müssen auf jeden Fall, warte mal, wenn ich jetzt gerade schon hier bin, kann ich mal kurz gucken. Nö, ich habe nichts bekommen. Dann gehe ich mal hier schlafen, ne? Gute Nacht. So, da ist noch der Tom. Wie viele Herzen? Ah, der hat wieder volle Herzen, ja. Der elendige Hund. So. Was mir eingefallen ist tatsächlich, dass wir noch gar keinen Weg dahin haben, ja. Wie gesagt, ich würde das gerne so ein bisschen Stairway to Heaven machen. Unser Dorf. Boah. Huch, was ist denn hier? Was ist hier für eine Party? Okay, alle sind versammelt. Alle sind da. Okay, freut mich natürlich. Der eine war ein Farmer, ne? Wie sieht es eigentlich hier bei den Farmern dann aus? Weil normalerweise würde das ja hier lang gehen. Die Apfelbäume würde ich tatsächlich lassen. Hier wollte ich auch noch alles mit Wasser füllen. Hier würde das lang gehen. Oh, hier bin ich auch lange nicht mehr lang gegangen, ne? Ah, wie schön. Ah, wie schön. Und die Vögelchen im Hintergrund. Hier komme ich gar nicht mehr raus, ne? Warte mal, hier komme ich, glaube ich... Komme ich hier raus? Hier komme ich raus. Der Weg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Stimmt, hier wollte ich noch weitermachen. Warte mal, wenn ich schon gerade hier bin. Hier war Wasser. Genau, hier war Wasser. Hier wollte ich ja auch irgendwann mal wieder auch noch lang gehen, ne? Das soll ja so ein riesen Minensystem eigentlich werden. So war der Plan. Aber du weißt ja, wie das ist mit Minensystem und die Zeit und, ne, das zu machen ist natürlich auch alles ein bisschen schwierig. So. Weil dann würde tatsächlich hier auch noch ein Weg lang gehen. Bla, bla, bla. Wo haben wir denn... Ich sehe sie natürlich jetzt nicht, weil ich die... Da sind sie. Ach du Scheiße. Den Weg müssen wir irgendwann mal machen, ne? Wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal die Grundpfeiler für die Glasstadt setzen. Hier geht dann der Weg lang. Bla bla, la la la, la 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 la. Haben wir hier eine geeignete Fläche vielleicht hier oben, um den Anfang der Glastreppe zu machen? Dann geht man hier so, geht der Weg schon hoch. Und dann hier vielleicht? Der steht mir so ein bisschen im Weg, der Fels. Oder der Berg. Der hier. Oder der vielleicht? Ja, ohne gescheiten Weg. Wir müssen das sowieso dann anknüpfen. Wie gesagt, das geht dann hier hoch, bla bla. Ja. Und hier werden dann die Grundpfeiler für die Glasstadt gesetzt. Pass auf, dich brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich nehme jetzt erstmal hier so ein bisschen Glas raus. Warum haben wir denn da ein Glas drin? Weiß ich jetzt auch nicht. Und machen jetzt dementsprechend erstmal, wir müssen natürlich schauen, weil wir das nicht sehen. Ich brauche erstmal Stairs. Glasdoor, ne? Du siehst, wir haben einiges Fence-Gate. Wir können alles aus Glas machen. Aber ich möchte jetzt erstmal... Die Frage wäre natürlich, wenn ich jetzt den mache... Ich mach mal hier voll komplett. Was ist das denn hier? Glas Trapdoor, geil.
Wall. Ich brauch die, da sind sie, die Stairs. Ne, du merkst, man sieht sie nicht. Ach, jetzt ist schon wieder hier. Nein, 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 nein. Deswegen, es wird lange Zeit dauern, hier erstmal ein bisschen Plan zu haben. Shingles, das müsste auf dieser Ebene sein. Doors, Stairs. Zack. Warum er sich da nicht das rausnimmt, verstehe ich nicht. Okay, pass auf. Ja, wir müssten theoretisch sowieso ein bisschen terraformieren, ne? Also zack, du weg. Und theoretisch du weg. Ja, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Weil ich würde dann die erste Schicht Erde oder zwei Schichten Erde da erstmal ein bisschen wegmachen. Dass wir erstmal so eine Grundplattform... Wie riesig ist der Apfelbaum? Junge, noch nie so riesige Apfelbäume gesehen. So, jetzt müsste es aber gewesen sein, ne? Nee, immer noch nicht? Hä? Wollt ihr denn noch Holz? Oder wegen den Äpfeln? Der hat tatsächlich vereinzelt noch hier Holz drin. Ach, hör mir doch auf. So, wahrscheinlich da auch. Ah, das ist ja mega nervig. Dann zum Thema, ja, wir fangen auf jeden Fall jetzt an. So, pass auf, ich lande mal hier drauf, dann geht's schneller. Dann geht der auch weg. So. Ah, das ist ja nervig. Ja, ich weiß schon, warum ich die Apfelbäume stehen lasse, ne? Du merkst es wahrscheinlich. Das hält natürlich wieder diesen Bauprozess wieder enorm auf. Aber ich kann es leider nicht ändern, weil der muss auf jeden Fall weg. So, zack. Bis wann? Nein! Bis wann geht denn das hier? So. Und einmal nochmal hier. Zack. Du weg. Du weg. Immer noch. Das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Jetzt haben wir's, oder? Ach, sag mal. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Gut, aber es sind, glaube ich, nur noch die zwei. Oh nein, die schweben auch in der Luft? Was? Warum? Ich will das nicht. Auf damit. So, warte mal, hier hatten wir noch irgendwo eins da. Links habe ich auch noch eins gesehen. Immer noch. Also der Kampf mit dem Apfelbaum ist unglaublich. Da ist er. Alter Falter. Aber jetzt müsste es doch gewesen sein, oder? Guck mal, der Stamm geht ja auch noch viel weiter runter. Ja. Ja. So. Alter. Ja, schon wieder alles hier zugeklumpt, ne? Ja, müssen wir... Hallo? Hör auf damit. Müssen wir später machen. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, das kommt erstmal hier weg. Ich mach mal hier den Small Square. Dann geht das alles im... Achso, ich habe ja noch das Ding hier an. Das Moped. Dann geht das alles ein bisschen schneller vonstatten. Hoffe ich. Am liebsten würde ich die Schuhe wieder ausziehen, die wir anhaben, aber gut. Die gehören halt zum Equipment. Und dann hier nochmal, ne? Die Schicht würde ich nochmal runtergehen. Und dann dementsprechend da mit der Treppe anfangen. Ich hatte erst überlegt, so eine Zweiertreppe zu machen, aber ich bin dir ganz ehrlich, das soll ja natürlich ein bisschen monumental aussehen, ein bisschen opulent. Ich glaube, ich mache so ein Vierer-Staircase. Für die Schlange tut es mir natürlich leid. Aber die Schlange muss weichen. Die Schlange sag ich schon, die Schnecke. Die Schlange sag ich schon. Ja, ich bin ein bisschen durch. Merkst du wahrscheinlich. Aber das macht ja nichts. So. Zack, 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 zack. Hier nochmal weg. Entschuldigung, Schnecke. Und dann haben wir das erstmal. Der Kleine kommt noch weg. Da mach ich mal Shapeless. So. Und tschüss. Zitronenbaum war das, ne? So, dann mach ich noch einmal. Zack. Das mach ich auch nochmal weg. So. Normalerweise würde ich ja, wie gesagt, der eine stört mich so ein bisschen. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass man dann hier so lang geht, bla bla, man kommt von da, der Weg führt hier, bla bla. Und dann fängt hier diese monumentale Treppe an.
Es ist ein blöder Spot eigentlich, ne? Weil er dann... Oder er geht mit so hier hoch, Verschnörkelung und dann da lang, dass wir den nochmal runter machen. Ich glaube, den machen wir nochmal runter. Ja. Und dann da in der Mitte die Stadt anfängt. Ne, dass wir hier so ein bisschen anfangen. So, so ein Vierer-Moped. Dementsprechend hier später dann diese Dinger hin. Ich muss sowieso jetzt erstmal mit viel Erde und viel Dings arbeiten. Ah, jetzt ist die Schnecke da, das gibt's doch nicht. Nein! Das wollte ich nicht. Der sammelt die ja ein, ne? Ah ne, der macht da kaputt. Okay. Entschuldigung, guck mal kurz weg. Guck mal kurz nochmal ein zweites Mal weg. So, du darfst wieder gucken. Ist nichts passiert. Was? Nö. Ja, die Geräusche, das war jetzt hier vom Schaf. Das hat so ein paar Blähungen, deswegen hat es jetzt gerade so ein bisschen, ne? Ich will nicht sagen Durchfall, aber es ist schon eine komische Form des Kotes. So. Wir müssen natürlich, ich hoffe, ich komme von der Höhe über die Äpfelbäume. Das wäre natürlich richtig geil. Ja. Und dann dementsprechend noch ein bisschen weiter über die Äpfelbäume. Dann so eine kleine Plattform, dass es dann noch links weitergeht. Dann nochmal eine kleine Plattform und dann sollte es dahin gehen, die Vierertreppe. Ne? Wie gesagt, den hauen wir weg. Habe ich ein Bett dabei, sage mal? Warte mal, ich guck mal kurz bei Krimskrams. Da ist Krimskrams. Weg mit dir. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich packe mir mal so ein Fackeln hier rein. Weil wir könnten auch theoretisch so ein bisschen die Nacht durcharbeiten. Weil hier sollte uns eigentlich nichts passieren. Ne, wie gesagt, ich will das dann auch nochmal mit so Pillars machen, mit so ja, Glaspillars, wirklich, also es soll wirklich alles aus Glas sein. Es ist egal, wie es am Ende aussieht. Es besteht alles aus Glas. Ja. Hier würde ich dann theoretisch den Weg dann auch nochmal so ein bisschen verwunschen machen. So ist der, ja, was heißt der Traum, aber so die Vorstellung so ein bisschen verwunschen machen. Ja, vielleicht so, ich weiß nicht, wie man diese dicken Apfelbäume hinkriegt. So wirklich so Okolyten-Apfelbäume hin. Dann sieht man die Strecke noch gar nicht, also den Weg noch gar nicht. Auch von da unten sollte man den noch nicht sehen. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Und dann dementsprechend kommt man dann hier hin, auch so mit Leuchtfeuer und so, hast du nicht gesehen. Also Leuchtfeuer in dem Sinne, diese, ja, Firepits, ne? Diese, die wir auch auf der Kirche haben zum Beispiel. Ja, dass das so ein bisschen mysteriös, aber auch so ein bisschen, ja, special aussieht, extravagant. Magical, you know what I mean, my friend. Halt so ein bisschen, ja? Dass es halt schon ein bisschen was anderes ist. Ja, das finde ich geil, die Glasstadt. Freue ich mich gerade drauf. Aber wir machen jetzt erstmal nur das Gerüst von der Treppe her. Ja? Ich hoffe, das geht mit... Nein! Ah, oh, Mann. Damit er die eigentlich ein, nee, ne? Der macht die direkt kaputt. Okay. Hatte ich gerade schon. Warte mal, ich kann ja eigentlich mal hier. Wo haben wir denn Glaolle? Da könnte ich ja direkt mal nachschauen. Ob wir da irgendwas Unsichtbares haben. Aber nein, ne? Der macht die direkt kaputt. Glass Door. Ja, der macht die direkt kaputt. Ja, gut. Da werden wir noch den einen oder anderen sowieso ein bisschen verhunzen. Stein der Reisen hatten wir auch Erde drin, ne? Ja. Das wird auf jeden Fall passen. Ah, es wird schwierig mit den Äpfelbäumen, ne? Es könnte knapp werden. Also kurz vor knapp wirklich. Ich meine, so schlimm wäre das natürlich auch nicht. Aber ich hätte schon so gerne so ein bisschen Abstand gehabt. Oh, das ist wirklich knapp. Das ist ja echt wirklich knapp. Natürlich von der anderen Seite, das muss natürlich alles so ein bisschen auch von Stabilität zeugen, ne? Du kennst mich ja, das soll auch alles so ein bisschen seine Sinnigkeit haben, so ein bisschen seine Statik haben. Da müssen wir dann nochmal von unten machen.
Wenn nicht, sagen wir, okay, pass auf, wir machen hier an der Seite noch die Pillars und unten drunter auch die Pillars. Ja? Wie gesagt, es ist ja eh aus Glas dann. Es passt tatsächlich. Ach, die sind direkt am Berg, die Bäume. Okay, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, die wären noch ein bisschen weiter davor. Ah, mein Lieblingslied. La 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 la. So. Ja, wir müssen eigentlich theoretisch gleich hier schon starten, ne? Mit der Plattform. Ich würde vielleicht jetzt nochmal 5 so hochgehen. Wir schauen mal. Das wäre der erste. Eigentlich bräuchte ich auch nur einen Block platzieren, ne? Aber ich weiß nicht, wie er sich dann verhält. Ich kann es mal ausprobieren. Ah, okay. Das wäre der dritte. Das wäre dann der vierte. So, und das wäre dann theoretisch der fünfte. Also nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis. Das habe ich... Ja, egal. So, pass auf. Matcht das denn überhaupt, das Glas? Nein! Obwohl, ja, könnte sein. Dann machen wir das nämlich hier. Hier können wir ja dann Glaszäune machen. Weißt du, wie ich meine? Dann geht das hier 3 rein. Und hier geht es dann 2, 3, 4, 5, 6. Das sollte theoretisch reichen. Wenn wir hier den Glaszaun machen, dann haben wir eigentlich noch genug Platz, um uns frei zu bewegen und zu gucken und so. Ah, ja, okay, cool. 2, 3. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, sehe ich gerade, weil wir sind jetzt gerade so ein bisschen im Baumodus. Ach, warte mal, das muss ja mit der Vierertreppe dann wieder weitergehen, ne? Vierertreppe, dann haben wir hier 3 an der Seite. Dann wäre theoretisch hier 3. Hier wäre die Vierertreppe. 1, 2. Ach, das ist ja viel zu groß. Das Problem ist, wenn ich hier jetzt anfange, gehe da hoch, obwohl, ja, der kommt ja sowieso weg. Wie gesagt, hier wäre dann so 3, dann wäre hier 1, 2, 3, 4. Das wäre dann theoretisch wieder die Vierertreppe, die hochgeht. Aber wir würden, ja, das ist schon richtig so, dementsprechend aber hier nochmal 3 reingehen, weißt du? Weil dann sind es da 3 und hier an der Seite wären es auch 3. Ich möchte das natürlich so ein bisschen, dass das passt. Wie gesagt, hier ist ja sowieso nur Zaun, das ist ja sowieso egal. Ja. Aber dementsprechend zack, 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 zack. Geht's dann hier weiter. Warte mal, bevor ich jetzt... Ich möchte mal kurz schauen. Wie gesagt, den muss ich erstmal vorher ab... ja, was heißt murksen? Aber abtragen. Das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Wir haben sowieso gleich keine Glasstairs mehr. Ich sollte den Architekt-Cutter mit nach oben nehmen. Ne? Ich sollte herstellen und dann den mit nach oben nehmen. So, das wäre es gewesen. Dann geht es hier noch ein bisschen runter, hoch. Und wie gesagt, den muss ich, wegmachen. So, du kommst weg und der eine geht hier auch weg. Zack. So, wir schauen jetzt schon mal so ein bisschen, so ein bisschen. Oh ja, das wird krass. Oh, das wird echt krass werden. Gut. Pass auf, ich würde direkt hier die Folge beenden. Ich gehe mal hier auf den Baum, dann passiert mir auch nicht viel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, ja, ciao mit V, tschö mit Ö und grüß mit Zukunft, John. Ciao.